別も体格差も関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Was geht, Leute der oder Freunde der Leaks und Theorien? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Dragon Ball Legends. Und einige von euch haben mich im Discord angeschrieben und auch in den Streams angesprochen. Ich soll doch mal ein Video machen, weil angeblich der Typ, der letztes Mal Gohan vorausgesagt hat, also Beast Gohan, hat geleakt, dass halt Giblet und Sacha halt spielbare Charaktere werden. Jetzt wollte ich nochmal das Stuff raussuchen, um es wieder ein bisschen lustiger zu machen. Wo Toshi eindeutig zu 100% gesagt hat, diese Charaktere werden nie spielbar sein. Wo ich mir auch schon dachte, warum? Also es gibt gar keinen Grund, die nicht ins Spiel einzuführen, weil ich meine, die Charaktermodelle sind da, die Attackenmodelle sind da. Warum die nicht zu spielbaren Charakteren machen? Es gibt gar keinen Grund dafür. Vor allem, es würde sich doch lohnen, das Spiel etwas vom Rest abzuheben und nicht nur immer auf die Charaktere vom Manga oder vom, oder eigentlich überwiegend vom Anime oder Film zuzugreifen. Deswegen würde ich Sacha und Giblet grüßen. Das Problem, was ich hier nur sehe, ist, in was für ein Team sollte man die integrieren, weil Sacha hat im Prinzip eigentlich keinen wirklichen Tech. Maximal jetzt durch die Story her gesehen, könnte man sagen, okay, Powerful Opponent vielleicht. Bisher konnte man ja nie sagen, dass der wirklich krass war oder so. Also maximal powerful opponent sehe ich da. Sonst leider nicht viel. Cool wäre es natürlich so ein Skill. Und das würde das Ganze wieder ein bisschen unique machen. Jetzt streue ich mal wieder meine Creator-Ideen ein. Stellt euch vor, ihr stellt ein Team mit Sacha. Und dadurch, dass er ja diesen Stein oder wie auch immer da hat von der Story, würden alle eure Charaktere zusätzlich im Team noch Minion werden. Das heißt, ihr könnt auch Minion-Equipment drauf zugreifen. Ihr könnt mit Minion-Fähigkeiten interagieren und so weiter. Wäre das ein cooler Part oder nicht? Ja, und bei Giblet bleibt eigentlich nicht viel, ähnlich wie bei Charlotte. Es sei denn, man stellt es ein bisschen geschickt an und stellt ihn als verschiedene Units dar. Also nicht nur ein Unit, den man wieder irgendwie transformieren kann oder sonst was, sondern als normaler Giblet mit dem mit der Kapuze, dann wäre er nur Saiyan, vielleicht ein Strike-Typ oder ein Tank-Typ oder was auch immer. Dann der Giblet, der halt das Ding, also die Kapuze weg hat, vielleicht dann auch wieder als ein anderer Typ. Und dann noch dieser Giblet, der halt God-Ki hat. Das heißt, man hätte Saiyan und God-Ki zumindest abgedeckt. Sonst hat auch er leider nicht wirklich viele Techs. Es sei denn, man geht endlich den Weg, den ich ja schon lange vorgeschlagen habe, und macht einfach ein Dragon Ball Legends Saga-Team. Das wäre auf jeden Fall sehr praktisch, weil so hätte man noch andere Möglichkeiten, Free-to-Play-Charaktere zu erstellen. Das wäre das eine, dass man nicht immer den Kid Goku, nicht immer den Freezer, nicht immer den Cell und so weiter nehmen muss, den man sowieso schon kennt, sondern halt ganz andere Charaktere erstellen kann. Zum Beispiel einfach, was weiß ich, ein Cell, der C16 absorbiert hat. Was weiß ich, mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber sowas halt. Oder ein Giblet und ein Charlotte, der fusioniert ist. Dann hätte man noch Fusion oder beziehungsweise Potara oder sonst was machen können. Einfach irgendwas, was mit der Story interagiert und dann nochmal eine ganz andere Möglichkeit gibt. Man könnte zum Beispiel auch eine Fusion aus Charlotte und Goku machen. Wäre dann auch offen, wenn man das in die Story integrieren würde. Dadurch hätte man Dragon Ball Hero Vibes, aber anders. So, es gibt ja auch einfach den Cell, und das haben die ein bisschen vom Fanmanga geklaut, der in seiner Zeit Gohan besiegt hat und dadurch stärker geworden ist. Das ist ja der Cell, den wir in der Dragon Ball Legends Story hatten. Warum nicht einen eigenen Charakter daraus machen? Macht doch einfach. Was habt ihr zu verlieren? Und selbst wenn es ein Free-to-Play-Charakter ist, ist doch besser, als zum x-ten Mal irgendein Goku wieder rauszubringen, wenn man auch was anderes hätte. Oder man könnte halt auch einen Cell mit God-Key machen. Warum nicht? Dann ist er halt, oder Golden Cell oder sowas. Aber wenn halt Freezer die Form erreichen kann, müsste Cell mit seinen genetischen Eigenschaften, boah, meine Haare stimmen gerade, auch diese Möglichkeit haben. Mach doch einfach. Ich verstehe manchmal nicht, warum die sich selber das Leben so schwer machen, wenn es gerade um kostenlosen Content geht. Ich meine, denen lassen sie da sowieso schnell wieder scheiße werden. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, und das könnte man dann noch gut kombinieren, wenn die halt sagen würden, bei Charlotte geht es wahrscheinlich nicht, weil das würde technisch gesehen nicht unbedingt passen, aber eventlimitiert wäre auch noch ein Tag, den man hier hinzufügen kann, wenn man diesen Charakter nicht immer freispielen kann, sondern irgendwie im gewissen Zeitraum könnte man trotzdem sagen, eventlimitiert oder
Irgendwie sowas. Man könnte auch aus Legends Road und Event Limitiert einfach Dragon Ball Legends Limitiert machen oder so. Das würde auch schon viele Probleme lösen, denke ich mal. Weil oftmals stellen die sich über ihre starren Strukturen selber Beinchen. Genauso wie beim Zenkai-System. Man könnte so viele Variationen da reinbringen, um einfach mehr verschiedene Teams möglich zu machen. Aber die machen es nicht. Das ist das eine, was geleakt wurde. Das andere, was noch für uns interessant werden könnte, ist das hier. Und zwar wird ein Dragon Ball Super Manga kommen, der vor Dragon Ball Super Hero spielt, offenbar. Ich habe den Film leider immer noch nicht gesehen. Und da wird es um Goten und Trunks gehen und das freut mich sehr, because Goten und Trunks hatten einfach extremst viel Potenzial und wurden überall so gewastet. Ich meine, die wurden etwas hochgezogen in der Buu-Saga, da hatten wir halt Gotenks und Gotenks Super Saiyan 3 und so weiter. Da wurden die halt eingeführt und dann irgendwie, ja, Gotenks war ganz cool, aber wir haben ja immer noch Gohan, Goku und Vegeta, also lassen wir die das machen, dann geben wir Gohan nochmal Prime und dann, nee, den lassen wir auch nicht, dann lassen wir Goku wieder alles lösen. So, wasted potential, also mal richtig. Und dann kam Dragon Ball Super und ich dachte mir so, ihr redet immer davon, dass man trainieren muss, dies, das, jenes und Goku, Vegeta und man muss die nächste Generation und hast nicht gesehen. Und mit den beiden wird gar nichts gemacht. Null. Zero. Selbst fucking Pan, die vielleicht 5 ist, trainiert schon ihr Ki, ihre Kraft zu kontrollieren und so weiter. Und die beiden werden gewastet? Ich würde mir tatsächlich wünschen, weil die beiden sollen tatsächlich in einem Manga Helden werden, dass die beiden vielleicht so ein bisschen, Goten kann ich nicht einschätzen, aber er könnte so ein bisschen seinen großen Bruder nacheifern, dass das so sein Vorbild wird. Und bei Trunks, da würde ich es doch mal gerne so sehen, dass er tatsächlich seinem alternativen Ego nacheifert. Die beiden haben ja schon zusammen gekämpft, die haben auch ein bisschen was erlebt, ein bisschen miteinander geredet, dass er so sagt, ey, ich möchte dieser Typ werden, weil in diesen Typ ist Mai verliebt und deswegen möchte ich zu diesem Charakter werden sozusagen. Ist es euch schon mal aufgefallen, dass es super cringe ist, dass dieser Junge, der 10 ist, in Mai verknallt ist, die eigentlich 40 oder 50 ist? Weil in Dragon Ball Z waren die alt, haben sich dann, glaube ich, gewünscht, wieder jung zu sein oder klein zu sein oder wie auch immer. Und legit, die müsste eigentlich schon 40 oder 50 sein und die sind am Ende zusammen. Das ist natürlich nicht pädophil, weil die sieht ja jung aus. Ja, auf jeden Fall würde ich mir das irgendwie wünschen, dass er so sagt, so ey, ich bin in Mai verknallt. Und Mai steht halt auf diesen Trunks und deswegen möchte ich auch dieser Held werden, dieser Held mit dem Schwert und versucht dann auch neue Größen zu erreichen und so weiter. Das wäre halt richtig cool. Und diese Hero-Situation zu erzeugen, wo dann beide halt ihre eigenen Level haben, dann zwischendurch auch so aussichtslose Situationen kommen, wo dann einfach dieses so, ihr kennt diese Momente aus diesen typischen Hero-Animes, wo dann halt so kommt, Bro, wir haben keine Chance, es ist nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen es irgendwie schaffen, jetzt zu fusionieren. Und dann so, nein, nicht fusionieren. Das haben wir gar nicht mehr richtig drauf, wenn was schief geht. Wir müssen es einfach riskieren. Einfach diese Momente will ich gern da sehen, weil was mich halt an Dragon Ball tatsächlich stört, und da ist nur maximal vielleicht ein Part gewesen, wo ich sage, ja, der hat ein bisschen mehr Tiefe. Und das war der Goku Black Arc. Eigentlich hat Dragon Ball Legends null Tiefe. Seien wir ehrlich, das hat wirklich null Tiefe, null Plot-Twist in dem Sinne und auch in dem Sinne keine wirkliche Charakterentwicklung, wenn man sich dagegen One Piece, Naruto, Boku no Hero Academia anguckt und sonst was. Die Charaktere werden immer vor massiven Herausforderungen gestellt, die sie eigentlich kaum lösen können und dann noch gerade eben so bewältigen können. Und Goku so, oh, ich bin in einer Notsituation. Ah, da habe ich ja noch eine Transformation oder die Transformation wird aus Versehen ausgelöst oder sonst was. Und ja, ich weiß, ist bei One Piece auch manchmal so. Aber die anderen müssen sich das quasi eher trainieren. Und bei Goku weiß ich schon, ja, da kommt gleich irgendeine Transformation und dann reißt er das Ruder wieder rum. Irgendwas passiert da. So, das finde ich halt sehr schade, dass die halt dieses Overpowered-Level immer gehen. Da habe ich Hoffnung, dass das vielleicht in eine andere Richtung gehen könnte, weil dadurch, dass sie ein ganz anderes Level haben von der Stärke auch, könnte das in eine Richtung gehen, die halt sehr interessant wird auch für vielleicht zukünftige Gegner.
Weil dadurch, dass sie ein anderes Powerlevel haben, kann man das einfach nochmal anders gestalten. Nicht, dass das ganze Universum erschüttert wird, die ganze Erde auseinandergerissen wird, nur weil die ein bisschen Energie powern. Überleg doch mal den Kampf Gott Goku und Beerus. Und da hat Beerus, glaube ich, mit 40% oder 30% gekämpft. Und Gott Goku miteinander Schläge ausgeteilt und das ganze Universum hat vibriert. Was müsste denn jetzt vibrieren, Alter? Zeit und Raum oder was? Ja, das ist auf jeden Fall das. Kommen wir nochmal zu den beiden hier. Ich vermute mal natürlich, dass das kein Banner wird, sondern eher Free-to-Play-Charaktere, event-limitierte Charaktere, wie auch immer. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es in die Richtung geht, dass die event-limitiert sind, weil die dann einfach noch mehr Text zur Verfügung hätten. Wobei bei manchen Giblets würde Powerful Opponent übrigens auch noch gehen, bei den ersteren zumindest, wenn man mehrere Formen davon machen würde. Aber ansonsten wäre bei ihm halt nur Saiyan, Godkey und ich glaube Zwilling. Also Charlotte, weiß ich gar nicht, hat der auch Zwilling bei sich stehen, aber eigentlich wäre es so, weil bei Beerus und Champa gibt es ja auch den Tag Zwilling, genauso wie bei C17 und C18. Das wäre so das Einzige. Und halt bei Sache halt maximal Dragon Ball Origins Saga, Dragon Ball Legends Origins Saga und halt mächtiger Feind, mehr sehe ich da nicht, weil es gibt keinen Tag Dämon oder so, wo dann halt Janemba, Dabura oder sonst irgendwas eingeordnet wäre. Das würde technisch gesehen da auch noch Sinn machen. Ja, das wären auf jeden Fall die News, die ich euch geben kann. Wahrscheinlich wird das, also das Festival müsste in circa fünf Tagen starten. Also Black Friday ist am 25., also 6 Tage so plus minus. Und ich denke mal, das wird so in der zweiten Woche kommen. In der ersten Woche werden so die üblichen Events kommen, die wir auch letztes Jahr bei Stuff haben. Wir werden wieder 100 Beschwörungen kriegen. Wir werden wieder irgendwelche Items sammeln können, die wir gegen Radierer und sonst was eintauschen können. Wir werden wieder Zeni und Kraft-Scheiße kriegen und Training-Kacke und sowas alles. Dann wird wahrscheinlich, ich vermute mal, 4 Raids angekündigt werden und der 5. dann noch hinterher, wenn der Ultra kommt. Das wird auf jeden Fall kommen und ja, das werden so die Haupt-Main-Events sein. Was meint ihr dazu? Würdet ihr gerne Sacha und Giblet spielen? Was haltet ihr von Dragon Ball, Super Super Hero, Trunks und Goten, die eine eigene Serie bekommen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Von meiner Seite aus war's das. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke für euren Support und wir sehen uns in den Streams und anderen Videos wieder. Bis dann und ciao. Hat Spaß gemacht mit dir, auch wenn unsere Zeit ziemlich kurz war. Denn jeder, der es war.